darfst du nicht. Agnes will das immer alleine machen. Und? Die wollen sie nicht hergeben. Die wollen eine Obduktion machen. Was? Warum? Ungeklärte Todesursache. Kinder haben keine Herzrhythmusstörung, Frau Lenow. Wir wussten nicht, woran Agnes tatsächlich gestorben ist. Ich habe Sie immer wieder gebeten, der Sache auf den Grund zu gehen. Und Sie haben immer nur Ja, Ja gesagt. Agnes' Tod geht mir sehr nah, weil wir ihr nicht helfen konnten. Da muss ich doch wissen, warum. Und warum? Warum ist sie gestorben? Die haben sie aufgeschnitten, Christiane. Die haben... Warum ist jetzt? Jetzt ist es zu spät. Agnes' Herz war pathologisch. Hat aufgehört zu schlagen. Sie ist tot. Sie konnten ihr nicht helfen. Ich will meine Tochter beerdigen. Natürlich. Wir haben getan, was wir konnten. Es gibt Dinge, die sind größer als wir. Hast du Agnes was gewünscht? Jetzt du. Entschuldigung, ich kenne Ihre Schwester eigentlich nur vom Elternabend. Sie ist wirklich eine tolle Frau. Wie sie das durchsteht. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann. Hallo Martin. Hallo Christiane. Deinen Mantel ausziehen? Ja. Danke. Ich hätte es aus der Zeitung erfahren. Warum macht sie das? Warum ruft sie mich nicht wenigstens an? Es tut mir leid, Martin. Ich habe mich zu spät gemeldet. Ich habe nicht dran gedacht. Ich dachte, Sandra hätte es dir schon längst gesagt. Therese ist im Wohnzimmer. Hallo Karl. Ach, der Handlungsreisende.
Das passt nicht. Na, dann schauen wir mal. Aber eigentlich kann ich nur ecken. Hast du ihn eingeladen? Das sind ja auch seine Kinder. Vielleicht, wo könnte das hinpassen? Vielleicht da? Nee. Probier du mal. Was machst du hier? Sandra, bitte nicht heute. Was soll das? Was machst du hier? Es tut mir leid, ich hatte keine Ahnung, wie es um Agnes steht. Selbst dich interessiert, wie es den Kindern geht. Du weißt, dass das nicht stimmt. Warum sagst du mir nicht, wenn es Agnes schlecht geht? Warum erfahre ich nicht, dass unsere Tochter stirbt? Du hast kein Recht, hier zu sein. Raus. Therese. Das war eine dumme Idee. Lass sie doch. Sandra? Könnt ihr nicht einfach gehen? Bitte. Hier ist Tee. Der spielt einfach mit Theresa, als wenn nichts gewesen wäre. Das ist für ihn auch nicht leicht. Du bist zu gutgläubig. Kennst ihn nicht. Er hat uns verraten und jetzt kommt er und will sich einmischen. Der denkt, ich schaffe das nicht mit den Kindern. Das stimmt doch gar nicht. Du kennst die Menschen nicht. Ich kann das alles in den Augen sehen. Papa guckt mich auch immer so an. Wenn hier jemand versagt hat, dann wohl diese Dr. Blum. Die hat mir auch nie geglaubt. Dachte, ich merke das nicht. Wenn du wüsstest, wie schrecklich das ist. Keiner glaubt mir. Doch, ich. Soll ich die Heizung anmachen? Ist ja meins. Lies den Mädchen immer vor. Wenn du reden willst, dann machst du das, ja. Du weißt ja, wo du alles findest.